Jo! Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Gute Heute Nacht. ist, guten Nacht. Heute ist Sonntagabend. So schnell kann es gehen. Heute hatten wir die Kamera nicht mit dabei, aber wir müssen uns ja mal ganz kurz melden hier. So. Sieht ein komisches Gesicht. Ona macht ein schöneres Gesicht. Ona guckt die Kamera an. Fischoptik. Ja, okay, was soll man sagen? Also, auf alle Fälle waren wir heute unterwegs, den ganzen Tag. Und hatten die Kamera nicht mit dabei. Zuerst waren wir mit neuem Baby und neuem Auto im Sixties. Und da war es total leer, weil Sixties hat Pech, eine Baustelle vor der Tür zu haben. Direkt im Grunde genommen kann man gar nicht mehr ran, nur noch über Umwege. Und ist schon wohl schon die ganze Zeit so recht ruhig bei denen. Ja, der Papa redet eine ganze Menge. Ne? Ja, und dann guckst du erstmal ganz genau zu, wie sich der Papa bewegt. Und vielleicht kann man ja auch eingreifen und dran ziehen. Das kann sie aber noch nicht. Na, das kann sie schon, aber unbewusst greift sie so. Danach greifen nicht, aber wenn sie in die Nähe kommt, dann haaren, dann. Naja. Fakt ist, danach sind wir weitergefahren und haben Dennis besucht. Haben wir auch. Ja, haben wir Dennis besucht und Dennis seinen Vater kurz besucht. Zum ersten wollte ich mal das Auto ein bisschen eine längere Strecke bewegen und mal schauen, wie er läuft und so. Er läuft echt gut, läuft fantastisch. Kann ich nicht meckern. Ja, haben wir ein bisschen da rumgeklönt. Die Kinder haben da im Garten rumgespielt, haben sich da ein bisschen ausgetobt. Ich habe ein bisschen mit Dennis, seinem Vater, gequatscht und Dennis halt. Und ja, danach sind wir weitergefahren und wollten eigentlich ein bisschen spazieren gehen. Ja, und dann, ja. Aber noch eine Verunfallte durften wir noch ins Krankenhaus fahren. Die hat sich das Handgelenk gebrochen und Beim war mit Inline-Skates beim fahren. Inlineskates fahren oder Schützer. Ja, die kommt dann halt davon, war. Dann saßen sie mitten im Wald auf so einem Waldweg, war dann hier so asphaltierte Strecke zum Wasser runter im Wald, wo aber sonst keiner vorbeikommt, groß. Und wir sind da vorbeigefahren und wollten eigentlich am Wasser runter ein bisschen spazieren. Ja, und dann haben sie uns rangewunken und ja, könnt ihr sie nicht zum Krankenhaus fahren? Und dann haben wir das halt gemacht. Gut, dass wir einen Siebensitzer haben. Da hat sich auch das wieder bewährt, Johann, komplett voll, denn gut, dass Leon nicht dabei war, bei denen haben wir versucht, auch vorher zu besuchen und vielleicht zu animieren, dass er rauskommt, mitkommt, ein bisschen rauskommt, aber der wollte uns die Tür nicht aufmachen. Ja, dann waren wir im Krankenhaus mit einer Fremden sozusagen, haben die da, ich hab die in eine Notaufnahme gebracht, Anouk war auch dabei dann. Und oh, danach sind wir nochmal. Ja, ich hab was gesagt. Ja, danach sind wir wieder zurückgefahren, im Grunde genommen. Und jetzt sind wir wieder zu Hause. Das war unser Tag. Nein, wir waren noch spazieren. Ach so, ja, natürlich. Wir waren noch spazieren. Insel der Jugend. Oh, Mensch, was ich alles vergesse, verdränge. Riesenspielplatz da bei der Insel der Jugend. Und da hat mich ein YouTube-Fan erkannt. Der war auch wieder ganz aufgeregt. Der kam an Tommy. Und ich so, also ich hab's ja auch. Galt doch mir. Ne? Und Kamera, ja, ich bin klarer Fall und weißt du, vor einer Weile, so letztes Jahr hat er sich angemeldet gehabt und so. Und er ist ganz aufgeregt und total süß, total lieb, total nett, fand ich echt witzig. Dann haben wir ganz kurz gequatscht und so, der möchte mich dann auch nochmal im Laden besuchen kommen. Und also hab ich zu ihm gesagt, komm doch einfach mal rum, komm im Laden vorbei, kann man ein bisschen Ja, quatschen und so. eine nette Jo, war Begegnung. eine nette Begegnung, hat echt Spaß gemacht. Also wir haben heute eine ganze Menge gemacht. Das Auto getestet, den Dennis besucht, die Essen waren wir gewesen. Im Krankenhaus waren wir gewesen wieder mal, war ja nicht genug. Spazieren am Wasser. Gestern mit Anouk und dann Ja. spazieren am Wasser. Jo, Kinder hatten alle Freude, die waren im Grünen halt draußen ein bisschen. Und spazieren am Wasser waren wir dann noch gewesen. Auf dem Spielplatz waren wir gewesen. Da konnten sie sich nochmal richtig austoben. Ja, und jetzt sind wir zu Hause und ich habe einen kurzen Logbucheintrag gemacht. Na, immerhin, Guckst du immerhin was. mich an? Ja, sie guckt. Ja, sie guckt das Also, wir sehen jetzt ein schon. bisschen, ne? Jo, kannst du mich schon sehen? Sie kann nicht schon sehen. Ja, ei. Kannst du sie Oh, schon guck mal, sie sehen? guckt ganz Sehen. skeptisch. Ja, das ist Papas Arbeitskammer. Das ist mein, genau, das ist mein Arbeitsbereich, meine natürliche Umgebung. Ein Tommy an und für sich lebt halt so. Oh, guck mal, jetzt will sie gar nicht. Jetzt, sie will, dass Papa ein großes Großraumbüro hat mit bodentiefen Fenstern im Penthouse. So. Ja, Ich habe keine aber. Brust. Brust gar nicht suchen bei mir. Ich habe keine Brust. Nee.
Ja gut, das war der Eintrag für heute. Das lade ich jetzt hoch, ungeschnitten immerhin. Ist ja mal ganz kurz. Aber damit ihr nur eine kurze Übersicht habt, was wir gemacht haben heute. Und wir sagen jetzt mal Tschüss, sagt ich. Tschüss, sag ich. So ein ich-bezogener Mensch halt, ne? Muss man halt immer so sehen. Und sie sucht Titte wieder, Brust. Ja, das gute Mädchen sucht Brust. Und ich sag auch Tschüss. Wir sehen uns morgen im Laden. Also macht die Tür, ciao, Tommy und Familie. Oh, nehmen Sie mal. Nimm mal die Kleine. Guck mal, wie sie sucht. Guck mal, alles ganz nass schon. Ist ja furchtbar. Also, bis dann, ciao.